Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, in der Übersichtsbetrachtung zur Companion Bible sind wir bei Anhang 160 angelangt, die Leugnungen des Petrus. Prüft alles und das Gute behaltet. Bevor wir zu einem klaren Verständnis aller Verleugnungen des Petrus kommen, die von den vier Evangelisten aufgezeichnet wurden, müssen wir mehrere Tatsachen beachten. Erstens, wir müssen feststellen, dass die Tatsache, dass Petrus seinen Herrn verleugnen würde, in drei verschiedenen Prophezeiungen vorausgesagt wurde, die bei drei verschiedenen Anlässen geäußert wurden und sich sowohl in Bezug auf den Anlass als auch auf die Einzelheiten unterschieden. Erstens, die erste war im Obergemach, wie in Johannes 16, 38 berichtet wird. Sie war absolut in Bezug auf die Tatsache, allgemein in Bezug auf den Tag, aber speziell in Bezug auf die Anzahl der Verleugnungen. Kein Hahn wird krähen von nun an, bis du mich dreimal verleugnet hast. Appendix 156. Zweitens, die zweite Verleugnung fand im Obergemach statt. Wie in Lukas 22, 34 berichtet wird, es geschah nach dem Streit und unmittelbar vor dem Verlassen des Raumes. Sie war absolut in Bezug auf die Tatsache, aber speziell in Bezug auf den Tag und die Anzahl der Verleugnungen. Der Hahn wird heute nicht krähen, bevor du dreimal verleugnest, dass du mich kennst. Appendix 156. Drittens. Das dritte Mal geschah es, nachdem der Herr die Stadt verlassen hatte und unmittelbar, bevor er den Garten Gethsemane betrat. Sie wird in Markus 14,30 aufgezeichnet und war in allen Einzelheiten genau. Wahrlich, ich sage dir, dass du die heute in dieser Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Vergleiche die Erfüllung und siehe auch Appendix 156. Diese letzte Prophezeiung liefert den Schlüssel zu den ganzen Problemen. Denn merke, a, dass ein Hahn zweimal krähen sollte und b, dass Petrus dreimal leugnen würde. Das heißt, vor jedem der beiden Hahnenschreie wird Petrus seinen Herrn dreimal verleugnen. Dies wird durch die Wiederholung in der Erfüllung bestätigt, Markus 14, 72. Insgesamt würde er also sechs Verleugnungen geben, drei vor jedem Hahnenschrei. Beachten Sie, dass der Wort Hahn in keinem der vier Berichte einen Artikel hat. In jedem Fall ist es nicht der, sondern ein Hahnenschrei. Zweitens. Im Einklang mit diesen Daten stehen die bemerkenswerte Tatsache, dass Matthäus, Lukas und Johannes jeweils drei Verleugnungen und einen abschließenden Hahnenkrähen aufzeichnet. Markus berichtet ebenfalls von drei Verleugnungen, erwähnt aber die beiden Hahnenschreie. Somit werden in den vier Evangelien nicht weniger als 12 Verleugnungen erwähnt. Es stellt sich die Frage, welche dieser Verleugnungen Duplikate sind und welche die sechs, die sich aus der dritten Prophezeiung des Herrn in Markus 14, 13, 30 ergeben. Drittens, wenn wir die Zeitangaben in jedem Evangelium, den Ort und die Person des Petrus ansprechen, genau beachten, ist jede Bedingung, die von jedem der drei verwendeten griechischen Wörter gefordert wird, vollständig und perfekt erfüllt, ohne einen Schatten oder einen Anflug, Andeutung von Diskrepanz. Erstens, die erste Serie von drei. Punkt 1. Die erste Verleugnung, Johannes 18, 17. Ort, die Tür, Tura. Draußen, Zeit, das Eintreten. Der Fragesteller, die Pförtnerin,
Turoos, zweitens. Die zweite Verleugnung, Matthäus 26, 17, Markus 14, 68, Ort, die Halle, Aule, Zeit, sitzend, Fragestellerin, eine gewisse Magd, Lukas 22, 56. Kombiniert denselben Ort und dieselbe Zeit mit derselben Magd und einer anderen Heteros. Drittens, die dritte Verleugnung, Matthäus 26, 71, Ort, die Pforte und der Vorbau, Bulon, Zeit, ein Abstand von einer Stunde, Johannes 18, 25 und 26. Verbindet denselben Ort und dieselbe Zeit mit einer anderen Magd und Umstehenden, von denen einer eine Verwandter des Malchus ist. Hahnenschau. Markus 14, 68, Johannes 18, 27. Die zweite Serie von drei. Erstens. Die erste Verleugnung, Markus 14, 63. Ort, unten in der Halle. Zeit, kurz danach, Fragesteller, wieder die Magd. Zweitens. Die zweite Verleugnung, Matthäus 26, 73. Markus 14, 17. Ort, das Tor, Bulon. Zeit, kurz danach. Fragende, die Umherstehenden. Drittens. Die dritte Verleugnung, Lukas 22, 59, Ort in der Mitte der Halle, Aule, Zeit eine Stunde danach, Fragesteller, ein bestimmter Maskulinum. Wir haben hier also eine kombinierte Aufzeichnung, in der es keine Schwierigkeiten gibt, während jedes Wort seinen eigenen wahren grammatikalischen Sinn behält. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Zusammengestellt wie immer von unserem Bruder im Herrn Antonino. Vielen Dank. Ja,